Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Luftverschmutzung als krebserregend eingestuft. Nach der Ankündigung vor einer Woche wurde der offizielle Bericht dazu heute vorgestellt. Allein im Jahr 2010 starben demnach mehr als 220.000 Menschen an Lungenkrebs aufgrund von Luftverschmutzung. Die zur WHO gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung hat die Ergebnisse von mehr als 1.000 Studien weltweit analysiert. Sag ja zum Leben, sag ja zum Job, sag ja zur Karriere, sag ja zur Familie, sag ja zu einem pervers großen Fernseher, sag ja zu Waschmaschinen, Autos, CD-Playern und elektrischen Dosenöffnern. Halt da! Sag ja zur Gesundheit, niedrigen Cholesterinspiegel und Zahnzusatzversicherung. Sag ja zur Bausparkasse. Sag ja zur ersten Eigentumswohnung. Sag ja zu den richtigen Freunden. Sag ja zur Freizeitkleidung mit passenden Koffern. Ja zum dreiteiligen Anzug auf Ratenzahlung in hunderten von Scheißstoffen. Sag ja zu Do-It-Yourself und dazu, dass du am Sonntagmorgen nicht mehr weißt, wer du bist. Sag ja dazu, auf deiner Couch zu hocken und dir hirnlähmende Game-Shows reinzuziehen und dich dabei mit Scheiß-Junk...